Ja, ich jetzt mal probieren mit einem, ja, mit so einem Edding hier, mit so einem Etikettenlöser, mal versuchen, das Etikett hier abzukriegen, ohne dass wir es irgendwie kaputt machen können. Das ist jetzt sozusagen ein Nebenprodukt. Ja, das war direkt eine Idee, die ist mir mit Amigo zusammen auf der Messe gekommen. Schauen wir mal an. Erstmal so abzumachen, ob das so geht. Das Problem kennt ja wahrscheinlich so jeder. Bei Amigo scheint es so zu sein. Naja, es ist doch ein bisschen berstig hier. Naja, aber wer kennt das Problem nicht? Jetzt sind noch so Klebereste dran. Ihr seht das hier. Also, es ist eine plastikfreie Verpackung. Wir gucken mal drin, ob sie sich auch dran halten, wenn es draußen so dran steht. Und ich gucke mal nach, ob ich jetzt mit diesem Pen hier irgendwas reißen kann, was das Ganze hier irgendwie besser macht oder so. Ich male mal hier so auf die Kante. Ich muss das irgendwie pumpen. Das ist ein ganz, ganz frischer, ganz neuer Stift. Da habe ich mir extra hier für den Test mal gekauft. So, jetzt läuft vorne was raus. Mache es mal hier großflächig. Deshalb haben wir ja unsere Muster. Und dann schauen wir mal, ob das Versprechen hält, dass es nur das Etikett löst. So, jetzt ist das ja alles schon mal gut getränkt. Und schauen wir mal. So, kriege ich das so ab, dass es nichts an der Verpackung bleibt. Also, es ist auf jeden Fall besser als ohne. Es ist jetzt hier so ein bisschen so schleimig. Jetzt gehe ich mal hier so drunter und versuche da mal mein Glück. Tatsächlich, also ich muss sagen, wenn man das ja so macht, dann sieht das hier gar nicht so schlecht aus. Sobald ich aufhöre mit dem Stift zu malen, dann sieht man das schon, dass hier Klebereste dranbleiben. Ja, das ist jetzt mein abgepopeltes Stück hier. Das schmeiße ich mal weg. Jetzt gucke ich mal nach. Jetzt habe ich hier natürlich so, naja. Das ist ja, es riecht auf jeden Fall, also das ist nicht der Stift, der riecht, das ist dieser Kleberest, der ist ein bisschen so schleimig. Wahrscheinlich hat es das jetzt angelöst. Ich sehe jetzt hier aus wie so frisch eingeölt. Naja, also die haben hier auf jeden Fall dieses Ding drauf. Es sind ein paar, wenn man das jetzt hier so abruppelt. Ja, ich versuche es jetzt nochmal hier so an der Seite, wo ich vorher nicht rumgepopelt habe. Also ich mache jetzt hier einmal so einen Rand. Lass das einfach mal kurz einwirken. Und dann versuche ich mal mein Glück. Es gibt ja noch die Variante bei so den immer so Ramsburger, die haben, glaube ich, keine so eine Klebezettel mit aus Papier. Die haben das so aus, naja, ob das jetzt Plastik ist, könnte ich euch nicht mit Sicherheit sagen. Ist auf jeden Fall mühselig, aber so, machen wir es so. Ja, also jetzt, wenn man einmal den Trick hat, jetzt kann ich es auch relativ genau ziehen. So, jetzt komme ich hier über die Kante. So, hier so hin. Es scheint zu gehen. Es scheint zu gehen. Ich fühle mich gerade, als wenn ich euch so ein Lifehack zeige. So, jetzt habe ich das Ding erstmal in Gänze abgefriemelt. So, schmeiße ich mal weg hier. Jetzt gucke ich hier nochmal nach. Also, wenn man noch ein Tuch zu Hause hat, dann ist dieser Kleberest auf jeden Fall mit weg.